Von der Großstadt in Sachsen zur Kleinstadt in Bayern, Buttenwiesen in Bayerisch-Schwaben, in der grünen Auenlandschaft des Donauried gelegen. 6000 Einwohner, 2000 Häuser und auf jedem vierten Hausdach eine Solaranlage. Heute bekommt Josef Berchtenbreiter die Stromfabrik aufs Dach. Guten Morgen, Herr Hartl. Herr Berchtenbreiter, also die letzten Module. Ja, wunderbar. Gut. Das ist, klappt jetzt, wenn Sonne scheint. Ja. 8 Kilowatt für rund 25.000 Euro. Hohe Rendite. Die Firma hat gesagt, das bringt so 8% vielleicht oder sowas. Aber selbst wenn es weniger ist, ist das für mich in Ordnung, weil ich eben zum Umweltschutz auch was beitrage. Offensichtlich denken in Buttenwiesen viele so. Vor 5 Jahren begann im Ort der Solarboom. Seitdem kann Elektromeister Hartl die Photovoltaikanlagen gar nicht so schnell montieren, wie die Kunden bestellen. Ich bin ja jetzt schon in Rente und mein Sohn ist Gott sei Dank im Geschäft eingestiegen und macht also das, was wir halt bisher so Installation und so weiter machen. Und da hat es geheißen, oh ja, Papa, du machst jetzt bloß nur die PV-Anlagen und so weiter. Jetzt habe ich in Rente mehr Arbeit wie vorher. Und ja, aber das macht mir ja gern. Daheim bei Elektromeister Hartl wurde schon immer umweltfreundlicher Strom gemacht. Seit 94 Jahren läuft in seiner alten Wassermühle ein Stromgenerator. Schon Hartls Vater war hier Kraftwerksdirektor. Damals reichte der Wasserstrom von der Mühle noch für rund 2000 Menschen. Und abends war Schluss. Abends um 9 Uhr hat man mal abgeschaltet. Da hat kein Mensch mehr Strom gebraucht. Und in der Früh hat man halt das E-Werk wieder laufen lassen und so war das. Um den wachsenden Energiehunger zu stillen, wurde in der Region bei Grundremmingen ein Atomkraftwerk gebaut. Seit damals gibt es in Buttenwiesen eine Anti-Atom-Bewegung, Basis für den späteren Solarverein. Der trommelt seit Jahren für die saubere Energie vom weiß-blauen Himmel. Mir persönlich ist deswegen so wichtig, die Solarenergie zu nutzen, weil wir in der Nähe ein Atomkraftwerk haben, das Atomkraftwerk Grundremmingen. Wenn man da in diese Richtung ungefähr schaut, bei schönem Wetter sieht man die Wasserdampfwolken und das erschreckt mich immer wieder, wenn ich das sehe und ist immer ein ungutes Gefühl dabei. Und wenn man heute in den Golf von Mexiko schaut, dann meine ich, muss das Bewusstsein gestärkt werden. Überall muss man etwas tun, um Vorbild zu sein. Und Vorbild animiert, meine ich, zum Nachmachen. Und Solarnachmacher finden sich in Buttenwiesen. Führung durch den Rohbau. Im August will Familie Kehl hier einziehen. Da kommt mal die Küche rein. Ein helles, freundliches Zuhause für die Familie. Und hier schließt er das Esszimmer an. Aber das Herz des Hauses schlägt im Technikraum. Ja, hier steht das Baby. Das ist ein 4000 Liter Tank. Sonnenkollektoren auf dem Dach erhitzen das Wasser in dem riesigen Tank und sammeln Wärme für den Winter. Es wird einfach dann auch gespeichert für den Winter oder einfach für Tage, wenn jetzt mal die Sonne nicht scheint. Die Solarheizung macht das Haus deutlich teurer, aber den Kehls ist es das wert. Und dass einfach dann auch die Hanna dann auch weiterhin so leben kann in einer tollen Natur, mit einer sauberen Umwelt, wie wir es jetzt eben auch können. Und ich hoffe, dass einfach nur ganz viele eben mitmachen. Die Nachbarn machen auf alle Fälle mit. Familie Bielmeier hat sich ein Solarkraftwerk in Perfektion geschaffen. Sonnenkollektoren auf dem riesigen Hausdach. Und der Clou? Das Haus dreht sich. Im Zeitraffer wird deutlich, das ganze Haus folgt der Sonne nach. In Wirklichkeit unmerklich langsam. Morgens schaut man aus dem Schlafzimmer ins Grüne und abends auf die Straße zu den Nachbarn. Und wer die Bielmeiers besuchen kommt, muss erst einmal den Eingang finden. Ausgangsposition in der Früh und in der Nacht ist er hier am Weg. Und jetzt hat er sicher, weil sich die Sonne schon gedreht hat, hat sich das Dach der Sonne nachgedreht und somit auch der Eingang weggedreht. Fest in Beton gegossen ist die Einstiegsluke unters Haus. Ein schwäbischer Fertighausbauer hat das Drehpatent entwickelt. Wir befinden uns jetzt in der Dreheinrichtung von unserem Haus, was im Normalfall der Keller von einem normalen Haus ist. Hier sieht man den Motor, der die Dreheinrichtung antreibt, das Getriebe, die Zahnräder, damit das Haus sich bewegen kann. Das hier ist die Betonplatte, wo das Haus aufliegt, auf diesen Rollen, die dafür sorgen, dass das Haus sich immer der Sonne nachbewegen kann.
So wie die Erde um die Sonne, so dreht sich das Haus. Völlig störungsfrei bislang. Gekostet hat es doppelt so viel wie ein normales Haus. Das Solardach verdient ordentlich mit. In 10 Jahren, so hoffen die Bielmeyers, hat sich ihr Dach abbezahlt. Von der Nordsee bis zum Spessart, von Brandenburg bis Bayern. In Deutschland dreht sich immer mehr um Sonne, Wind und Biomasse. So sparen die Menschen CO2 und meistens auch noch Geld. Vor allem zeigen sie eins: Klimaschutz